Heute gibt's Kekse! Ja, feine, leckere Kekse. Aber nicht mit dem Krümelmonster, sondern mit Yoshi. Wir spielen heute Yoshi's Cookie auf dem Gameboy. Schon ein ziemlich altes Spiel. In Europa ist es vor allem jetzt schon seit 26 Jahren draußen. In Japan und in Nordamerika schon etwas länger. Aber was soll's. Ja, wir spielen es heute hier bei Gameboy Thermal. Mal gucken, wie weit wir heute kommen werden. Und damit einen schönen guten Abend, herzlich willkommen. Hier ist wieder Gameboy-Time am heutigen Mittwoch. Was ist passiert? Ja, für die, die es auf YouTube gucken, sehen das natürlich 24 Stunden später. Mit dem Start eines neuen Formats, was ihr wahrscheinlich auch schon kennt und vielleicht gesehen habt, nicht der Dercho TV Late Night, habe ich mal einfach mal gedacht, am Mittwoch, ja, das passt dann irgendwie. Ne? So alle 2 Wochen mal ein anderes Format, nicht immer derselbe Bums. Ne? Deswegen im wöchentlichen Wechsel jetzt mit Gameboy Time und der Late Night. Die Late Night läuft ja testweise ja nur bis Ende November. Wir haben ja jetzt ja gerade den ersten, haben wir den ersten Mittwoch im, ja, wir haben den ersten Mittwoch im Oktober, also es dauert noch etwas, bis dann vielleicht Gameboy Time, ne? Weiterhin mal wieder. Ich weiß ja gar nicht, wie seht ihr das eigentlich? Ihr könnt ja mir mal gerne im Discord, da hat sich ja eine Menge jetzt verändert in dieser Woche, gerne auch nochmal euer Feedback bezüglich zum Beispiel der, wie soll ich sagen, ja, der Ausgaben natürlich gerne schreiben, falls ihr sie auf YouTube noch nicht gesehen habt, falls ihr sie nicht auf YouTube findet. Ihr könnt sie natürlich auch noch woanders finden, und zwar nämlich auf derchotv.de. Ja, jetzt stellt euch die Frage, warum sagt er das die ganze Zeit? Denn ich weiß ja selbst noch nicht mal, ob ihr sie wirklich findet, denn ihr findet hier oben bei Videos alle Videos, die es auf YouTube gibt, die auf YouTube gelaufen sind. Das sind zum Teil halt auch, wie gesagt, die ganzen Twitch-Streams. Und ihr findet hier zum Beispiel Gamer Time. Ihr klickt drauf und zack, bumm, da müsst ihr jetzt, genau da ist es, die Seite kommen. So sieht es nämlich aus. Und da könnt ihr natürlich dann sehen, zum Beispiel letzte Ausgabe von vor jetzt 16 Tagen, weil es ja das letzte Mal am Montag dann gelaufen ist. Lustigerweise das erste und einzige Mal dann am Montag mit Scrabble, davor dann Super Mario Advance, dann davor der Bär im großen blauen Haus und so weiter und so fort. Also ihr findet hier alle Ausgaben. Selbstverständlich kann ich natürlich auch dazu nochmal sagen, ihr findet sie auch natürlich auf dem YouTube-Kanal, youtube.com/derchotv oder natürlich hier zu finden. Wenn ihr einfach auf der Webseite entsprechend bleibt. Hier ist immer noch als Trailer dementsprechend noch die 5 Jahre Gameboy Time Ausgabe, warum auch nicht, ne? Die kann man sich immer wieder geben. Das ist so ein kleines bisschen Geschichten aus dem Gameboy Time Garten, warum auch nicht. Ja, heute, wie gesagt, im Cold Opener schon bereits erwähnt, es geht um Yoshi. Genau, Yoshi, der kleine Gefährte, der kleine Dinosaurier-Gefährte von Mario, hat ja auf dem Gameboy auch zahlreiche Spiele bekommen. Wir hatten ja schon mal in früher Vergangenheit das Spiel Mario und Yoshi präsentiert, was in vielen Ländern nur Yoshi hieß, was bei der Planung dieser heutigen Ausgabe fast ein Reinfall gewesen wäre. Also er hatte Glück gehabt, dass ich nochmal immer ab und zu mal ins Archiv gucke, sprich ins Archiv auf dem YouTube-Kanal, um zu schauen, ob ich das Spiel hatte. Einerseits habe ich ja natürlich auch wieder dementsprechend ein bisschen vor, ältere Ausgaben vielleicht, sagen wir mal, einen kleinen, sagen wir mal, ein kleines, sagen wir mal, Upgrade zu geben. Heißt länger und in 720p selbstverständlich. Das soll es unter anderem nämlich sein. Was aber auch natürlich bei Gameboy Time dazugehört, ist die Infos zum Spiel. Denn ihr denkt euch jetzt, ja gut, Yoshi's Cookie, einmal glaube ich gesehen oder so, sonst nie wieder. Was ist das denn eigentlich für ein Spiel? Es ist ein Puzzle-Spiel unter anderem. Ja, es erschien 1992 im November in Japan für den Gameboy, in den USA im April mit Doppel-R. Super, hat die Tastatur wieder mal hervorragend funktioniert. Im Jahr 1993 und im April 93 ebenfalls dann auch in Europa. Das Ganze wurde von Nintendo gepublished, developed aber von TOS, einer eher kleineren und unbekannteren
Developer-Firma, die es in den 90ern gab. Ist ein Puzzle-Spiel. Also ausnahmsweise mal etwas, wo man jetzt nicht so denkt. Bei Mario und Yoshi war es ja zum Beispiel ein bisschen was anderes, um das jetzt halt natürlich auch noch nicht genauer so zu erklären. Aber wie gesagt, das ist, wie gesagt, unter anderem heißt es auch, dass es von Bulletproof Software entwickelt wurde. Denn Yoshi's Cookie kam auf den aktuelleren damals für die aktuelleren, also vor mehr als 25 Jahren, Konsolen nämlich heraus. Sprich, fürs NES, fürs SNES und für den Game Boy kam das Ganze raus. Also das ist unter anderem wirklich, wie gesagt, kam es da halt auch heraus. 92, wie gesagt, fürs NES und für den Game Boy. 93, also dann ein Jahr später für Super Nintendo. Also das Spiel war kurzfristig, war ganz schnell halt da. Und wie gesagt, es ist halt wirklich ein Puzzlespiel, was man eigentlich auch kennt. Und es ist auch bei vielen anderen Spielen so als kleines Easter Egg halt auch mit dabei. Zum Beispiel in Game & Watch Gallery 4 gibt es nämlich nämlich im Minispiel Mario's Cement Factory, nämlich wo Mario Yoshi Kekse herstellt und anstelle von herkömmlichen Ziegeln. Und die Stage dieses Spiels hat auch unter anderem bei Tetris DS für den Nintendo DS einen Auftritt. Und das Keksland in Mario Kart Double Dash nämlich und Mario Kart Wii basiert ebenfalls auf das Spiel Yoshi's Cookie. Ja, was ihr dann da natürlich sehen könnt, das ist natürlich klar. Ihr steuert natürlich Yoshi und Mario und müsst Kekse in einer entsprechenden Reihenfolge bringen. Also die Kekse, die zueinander passen. Hier seht ihr ja zum Beispiel in diesem Bild entsprechend halt diese jeweiligen Kekse, die es da halt dann gibt. Ne? Also zum Beispiel halt diese Kekse mit dieser, ich nenne sie jetzt mal, schönen leckeren Erdbeerfüllung. Hier ist es ja schwarz-weiß, weil es ja auf dem Gameboy. Müsst ihr in eine Reihe bringen, entweder waagerecht oder halt senkrecht. Das ist natürlich dann klar und dadurch müsst ihr Punkte sammeln und dementsprechend das dann auch schaffen, welche Kekse ihr dann da natürlich machen müsst. Unter Mario zum Beispiel seht ihr dann auch, das erkläre ich jetzt lieber, anstatt dass ich das dann gleich im Spiel erkläre, aber das werde ich, glaube ich, wahrscheinlich gleich auch nochmal erklären, wenn ich es nicht vergessen sollte, ist zum Beispiel zu sehen, welche ihr schaffen müsst. Und da sieht man, dass es schon eine ganze Menge sind. Also es wird halt, wie gesagt, von Level zu Level halt immer schwieriger. Und das kann man, wie gesagt, auch dann nicht nur alleine, sondern zu zweit auch spielen. Zu zweit ist ja dann halt eher wohl so die, ich würde mal sagen, eher die Gameboy-Version nicht dafür geeignet. Da ist es dann wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, ob das auch auf dem Gameboy dementsprechend, ja, auf dem Gameboy ist es auch, geht es auch. Und das ist ja dann auch noch so quasi die ganze Möglichkeit, die dann auch noch besteht, also das Ganze zu machen. Ja, warum nicht? Ne, warum nicht? Lieber Don Pedro, warum nicht? Ne, im Chat wird schon gesehen, man hat damals echt jeden Shit mit Mario und Yoshi gemacht. Warum nicht? Stell dir mal vor, ne, du hättest wirklich nur diese beiden Charaktere und ne, die Game & Watch Serie zum Beispiel, ne, die Game & Watch Gallery Serie, die ja für den Game Boy ja damals oder Game Boy Color ja sogar rauskam, ne, hätte man die nicht mit Nintendo-Charakteren, also mit den bekanntesten aus der Mario-Welt gemacht. Ich glaube, diese Game & Watch Serie, ne, diese Game & Watch Gallery Serie, es gab ja die modernere Version und die Classic-Version, die haben wir ja alle schon mal präsentiert. Ich habe, glaube ich, sogar zu Game & Watch Gallery 2, was ich ja selbst halt auch für den Game Boy besitze, auch ein Buddy Versus gemacht. Wer es nicht kennt, Buddy Versus, das war mal so ein wettbewerbsorientiertes Spielformat, wo ich ein Spiel durchspielen musste, beziehungsweise entsprechend ein Ziel erreichen musste und bei Game & Watch Gallery 2 dementsprechend sogar gewonnen hatte. Ich glaube, ich habe bei einem Spiel nur verloren und das war nicht bei Wer wird Millionär. Aber das ist ein anderes Thema für irgendwas anderes demnächst. Mehr habe ich eigentlich auch nicht mehr zu sagen, obwohl eine Sache nämlich noch, und zwar das Cover, was ihr jetzt geradewegs gesehen habt, ich kann es noch mal kurz gerne zeigen, das ist nämlich das Cover in Deutschland gewesen. Also steht der Puzzle-Kick-Spaß bis zu 4 Spielern gleichzeitig. Also ihr konnt unter anderem mit dem Gamelink-Kabel entweder zu zweit spielen oder mit der Erweiterung, hoppala, da habe ich jetzt was vertauscht, Gameboy Time Video, Logo, hoppala, ich habe gerade was vertauscht. Achso, ja, Video, genau. Hoppala, ja, da habe ich was gerade vertauscht. Wie gesagt, oder mit dem mit der Erweiterung. Game Watch Gallery and Fail, entschuldigen Sie mal. Ja, hier muss man Nintendo-Sachen würdigen, obwohl ich von Nintendo nicht bezahlt werde oder sonstiges. Wie gesagt, für die, die sich wundern, warum gibt es diese Sendung hier, die gibt es seit 5 Jahren. Ich kriege von Nintendo keine müde Mark. Ich mag das hier, weil ich den Game Boy huldige, weil es meine erste eigene Konsole war
Und ich den Gameboy noch bis heute liebe, obwohl es den seit, ich glaube, schon ja, 15 Jahren nicht mehr so richtig gibt. Und dennoch, ich liebe diesen Gameboy. Ist ja jetzt vor 30 Jahren offiziell ja auch in Europa, also so auch in Deutschland erschienen. Wir haben ja letztes Jahr schon eine Geburtstagssendung darüber gemacht. Wollen wir dann aber mal langsam loslegen mit Yoshis Cookie. Wie gesagt, für den habe ich ja vergessen. Bin ich jetzt komplett aus dem Konzept gekommen. Und zwar nämlich, ich wollte nochmal, das ist nämlich das deutsche Cover, wie gesagt. Und es gab natürlich das original japanische Cover. Und ich finde, das sah tausendmal, hoppala, besser aus. Und das sieht wirklich tausendmal besser aus. So sah im Übrigen eine japanische Gameboy-Schachtel aus. Ne? Also die finde ich, die sehen, ich weiß nicht. Also man kann natürlich sagen, was man will. Geschmäcker sind wie der Arsch gespalten, so schön wie es heißt. Aber ich finde unter anderem, ne, die japanischen, also vor allem nämlich, wenn man bei Nintendo-Konsolen an sich mal auf die Verpackungen der letzten 30, 35, 40 Jahre mal zurückblickt, sei es auch das Famicom, das NES, wie es ja da in Japan hieß, dann muss ich sagen, dass da die Japaner da auch mehr Kreativität hatten. Gut, in Amerika bzw. in Europa, als wir dann die ganzen Sachen bekommen haben mit dem NES und Brotkasten und alles und natürlich mit dem Gameboy. Die Gameboy-Schachteln sehen jetzt halt auch nicht schlecht aus, ne? Ist natürlich klar. Aber ne, man hat es jetzt gesehen, das sah zumindest halt auch richtig cool aus. So, ich vermisse mein Gamepad, da liegt es nämlich. Da werden wir jetzt drauf spielen. Wie gesagt, ich spiele das ja halt auch mit dem Emulator. Also ich sag, wenn Gameboy Time jetzt wirklich, ne, oh, no joke, von Nintendo jemals, was aber nie möglich wäre, mal gesponsert wird, ne, dann würde ich hier, glaube ich, eher mit einem Switch Pro Controller spielen oder so, keine Ahnung, irgendwie sowas. Aber es wäre halt natürlich cool, das zu machen. Aber wie gesagt, ich kriege weder Geld von Nintendo, ich weiß, glaube ich, noch nicht mal. Nintendo weiß bestimmt davon, aber sagen, lass den mal machen, wenn der mehr Reichweite kriegt, dann holen wir ihn uns. So nach dem Motto, aber was soll's. Ja, es sieht halt nicht mal so danach aus. Das möchte ich noch mal ganz kurz mal sagen. Ne? Also, ja, dann wär das Ende. Aber nun gut. Viele gehen ja gerne mal den Schritt weiter voraus. Dann switche ich mal über auf die Gameplay-Seite und starte mal das Ganze neu. Natürlich, klar. Ach ja, stimmt. Ich sollte mal vielleicht mal eher den Ton mal etwas lauter machen, beziehungsweise Ton anmachen, bei mir ein bisschen leiser machen. Sonst schreie ich hier rum. Das Problem ist aber, ich muss hier schon fast gefühlt rumschreien. Ich wette, ihr hört fast gar nichts, deswegen machen wir es ein bisschen anders. Hier sieht sogar auch Mario ziemlich cute gemacht, aber ihr seht es halt auch, lizenziert ist es auch hier, so muss ich zeigen, von Bulletproof Software, obwohl es ja in den Quellen, wo ich es hatte, ein bisschen anders aussah. So, natürlich können wir hier direkt auch sofort sagen, mehr gibt es eigentlich auch nicht an Einstellungen. Hallo Moropi, du leckerer Schokomuffin, wie geht's dir? Ne? Du hast ja jetzt vor kurzem Geburtstag gehabt, auch nochmal an dieser Stelle hier, Happy Birthday. Du hast ja gestern deinen Geburtstag gehabt. Ich hoffe, du hast ihn schön genossen und schön gefeiert mit Björn. Und genießt jetzt mit uns hier Gameboy Time. Wie gesagt, ich spiele jetzt gerade gar nicht. Das ist zum Beispiel das. Jetzt zum Beispiel, das ist jetzt Level 6 unter anderem. Ne? Also es erinnert wirklich schon so ein bisschen an Tetris so ein bisschen. Ein bisschen, also ein bisschen, 5% vielleicht nur. Und ihr seht, ihr müsst diese ganzen Kekse halt in eine Reihe bringen und ihr könnt das Ganze dementsprechend halt auch beeinflussen, indem ihr dann auf A oder B drückt. Bei A ist es dann so, von oben kommt etwas, das ist dann Yoshi und von der Seite, das ist dann eher Mario, ich weiß nicht, oder umgekehrt, je nachdem. Und ihr müsst dann dementsprechend das Ganze dann auch nochmal in eine richtige Reihe bringen. Ihr seht schon, ne, wie das jetzt hier nochmal gemacht wird. Man kann von, wie gesagt, waagerecht und senkrecht und seht ihr jetzt schon, alleine hier, wie schon ordentlich abgesahnt wird. Und ihr seht auch, und da habt ihr jetzt gesehen, da ist es halt auch möglich. So, jetzt können wir das Ganze auch nochmal hier kurz machen. Wir können unter anderem bei den Leveln bis Level 10 gehen. Wir fangen aber klein an mit Runde 1. Wir können die Geschwindigkeit auf Low machen. Wir machen mal Medium, um das mal ein bisschen, sagen wir mal, faster zu machen. Und wir können natürlich Musik auswählen. Das ist Musiktyp A. B klingt für mich viel besser. Und C, naja, deswegen nehme ich B. Und wir drücken direkt auf Start und es geht direkt sofort los. Runde 1, da sehen wir es jetzt schon und da geht es schon los. Stage 1. Und wie ich es auch schon erklärt habe, oben ist der Highscore, euer Highscore und natürlich der Rekord-Highscore. Ihr seht bei 1-1, Level 1,
beziehungsweise ne, Versuch 1, beziehungsweise auch Level 1 und so weiter und so fort. Und dann geht es direkt sofort los. Ich drücke auf A, ich muss A gedrückt halten, um dann natürlich das in die richtige Reihenfolge zu bringen. Ich zeige es euch mal. So sieht das dann aus. Und es ist schon direkt alles weg. Und das ist schon erledigt. Ne? Die Kekse, die natürlich dann auch da sind, die müssen auch dann alle weg. Nicht alle, aber so weiter. Ja, alles gut, bin nun im Fitnessstudio angemeldet. Björn ist auf dem Heimweg. Das ist ja mal was Tolles. So, und jetzt können wir das Ganze nochmal machen. So. Und jetzt können wir das hier sehr schlecht machen. Deswegen drücke ich auf B. Und da kommen die dann alle nochmal dazu. Und jeweils, wenn es auch zwei Reihen sind oder so. Ne, warte mal, ich mach's mal so. Genau. So. Kommt da noch was? Ja. Moment, ich drehe das mal so um. Oh, guck mal, das ist ja perfekt, was ich dann hier mache. Das ist ja nice. Also wie gesagt, ihr könnt mit A oder B zum Beispiel das Ganze dann auch nochmal, sagen wir mal, beschleunigen. Kommt von oben etwas und von der Seite etwas. Kriegt ihr das dann irgendwie nicht hin? Ne, irgendwann ist ja dann auch Schluss und dann habt ihr halt dann verloren. Vielleicht kriege ich es überhaupt noch so weit, ich weiß es nicht. So, einmal hier und dann einmal hier und einmal hier. Weil wenn ich nämlich auch A gedrückt halte, kommt es ja auch nochmal, beziehungsweise B sogar. Dann kommt es auch nochmal von oben, beziehungsweise von links oder von rechts halt natürlich, dann rein. So, Stage 4. Dann riskieren wir es mal hier und gucken wir mal, dass wir das mal so schön hier hinkriegen. So, zumindest haben wir es jetzt hier. Oh, guck mal, ja, hier perfekt. Ne? So, 80 mal 4, 80 mal 8. So, jetzt müssen wir mal gucken, kriegen wir das so hin? Hm. Ja gut, das kriegen wir so jetzt nicht hin. Da kommt aber jetzt etwas. Moment. Ne, so. Hallo. Oh doch, ich krieg was hin. Nice. 1, 2, 3, ja. So, jetzt nur noch hier. Zack, auch weg. So, wir haben jetzt schon eine Keksreihe auch schon voll gemacht. Deswegen, aber es geht trotzdem noch weiter. So, jetzt können wir mal den hier machen. So, natürlich geht es jetzt auch noch weiter. Oder machen wir das so? Oder machen wir das? Ne, anders können wir ja nicht. Doch, anders können wir. So nämlich. So, manchmal ein bisschen schneller. Zack, 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 zack. Damit halt natürlich alle Kekse verschwinden, ne? Das ist natürlich klar. Ich habe aber heute in der Probe auch noch eine Runde gespielt. Da war es dann eigentlich Schnuppe, aber ich glaube, da habe ich nicht richtig aufgepasst, dass da dann alles weg war. So, Stage Nummer 6 schon. Und keine Sorge, das ist noch langsam. So, da hoch, da hoch. Guck mal, geht jetzt schon ziemlich schnell. Unser Highscore ist im Moment ja halt bei 3,8. Und jetzt müssen wir ein bisschen warten. Deswegen hole ich da mal ein bisschen was dazu. Es kommt sogar noch von oben links etwas. Hui, hätte ich echt nicht gedacht. So, jetzt mal hier den erstmal. Und damit hätten wir wieder alle Kekse weggeschafft. So einfach ist das. Mehr ist das nicht. Mehr ist das nicht. Ja, wenn man Start drückt, steht da groß Paul. Ne? Und das war's dann halt. So, machen wir den hier runter. Dann den hier runter. Dann mit den einmal. Dann mache ich den hier nochmal runter. Ich muss mich halt auch erstmal so richtig reinfuchsen. Ich muss ein bisschen warten, ne? So. Okay, den mache ich dann. Schiete. Nee. So, jetzt wird's komplizierter. Zack. So, jetzt hoffe ich mal. Oh Gott. Nein. Ah! So. So, okay. Ja, da haben wir nochmal was weg. Dann so. Ja, so geht das nicht, ne? Da muss ich muss da oben zugreifen auf dieses Herz. Ah, gut. Oder so. So. Kann er noch so machen. Ja, und die beiden sind weg. So einfach geht das. Da haben wir es jetzt. So, Stage Nummer 8. Jetzt gucken wir mal, was sie hier so haben. Ich mach mal den hier. Ich orientiere mich immer an einem. Guck mal, geht doch. Ja, jawohl, so geht das dann noch. Dann würde ich noch so machen, ne? Nee, geht gar nicht. Nee, geht nicht. Nee, geht nicht. Wenn ich so mache, geht das auch nicht. Ich kann aber dann so machen. Das geht dann zum... Oh, da, oh, okay. Und? Ja, voilà. Es ist einfach. Na, jetzt denkt er sich, hä, hat er sich nur so ein einfaches Spiel rausgesucht.
Ich hätte es auch nicht verstehen können, aber was soll's. So. Jetzt muss ich mal kurz kicken. So. Und dann den hier. So, dann den hier nach oben. Ich glaube, ich mach so. Nein. So. Das war, glaube ich, dumm. Dann so. Ist eigentlich egal. Eigentlich wäre es nicht egal gewesen, oder? Nee, wäre nicht egal gewesen. Nice. So. Jawollo. Stage clear. Da haben wir es. So. Auch nice. So, Stage 10 sieht halt derweil immer noch einfach aus, Freunde. Also, wir können es ja auch gleich ein bisschen schwieriger machen. Außer wir steigen gleich jetzt ein Level auf. Also das ist ja jetzt noch Welt 1 oder Level 1, könnte man sagen. So, dann würde ich mal den hier machen. Dann noch den hier. Und dann noch den hier. Ah, da oben kommt noch was. Jawohl. So, und die beiden einfach nur umdrehen und dann haben wir es auch schon geschafft. Zack. 6.780 Punkte haben wir schon. Also es ist eigentlich auch nicht mehr und da seht ihr es schon. Level 1 geschafft. Ne? Jawohl. Finde ich cool, jo. So, Runde 2 und jetzt wird's schwieriger. Ne? Jetzt wird's schwieriger und zwar nicht richtig schwer. Denkt ihr jetzt? Ne, es geht ja noch weiter voran. Also wie gesagt, ne, also es sieht jetzt noch einfach aus. So, da geht's jetzt noch und zack. Ne? Geht ja jetzt eigentlich noch. Es ist wie bei Tetris, ne, wird auch von Level zu Level halt immer schwieriger. Und dann wird man das halt auch noch bemerken. So, ich würde glaube ich so machen. So, dann würde ich den hier machen. So, das kann weg. Dann mache ich... Nee. Geht so. Ja, so geht. Ja. Das Problem ist, jetzt muss ich auf Cookie warten. So, da würde was gehen. Moment. Jawohl. Es bleibt immer noch was übrig, ne? Wenn alle Kekse weg sind. Ne? Oh, jetzt. Oh, wenn ich da jetzt nicht aufgepasst hätte, dann wäre es jetzt noch weitergegangen. Ne? Ich bin mir sicher, wenn das Spiel verloren ist, dann halt so, dass es dann halt ne, nicht mehr weitergeht, wenn die alle voll sind oder irgendwie sowas. Aber ich glaube, selbst dann würde es noch weitergehen. So, jetzt muss ich mal hier wirklich mal darauf achten. So, hier oben mache ich mal weg. Dann mache ich mal hier weg. Ach, nee. Moment. So. Dann würden die noch so 3 Stück sogar weg. Da habe ich jetzt... Oh. Come on, please. Das war doch ziemlich einfach, oder? So, Stage 4. Jetzt guck, es wird immer mehr. Ne? Ist nicht Bingo. Warte. Ne, und dann so. Scheiße. Ah, da habe ich einmal weg. Sehr gut. Machst du so weg. Kommen so Kekse dazu. Nice. So, jetzt müsste ich die beiden da noch hinsetzen. Jawohl. Da noch. Da und... Nein. Ah, Hui. Oh, da habe ich Punkte bekommen. Nice. So, jetzt noch so. Ja, das ist jetzt ein Problem. Denn, ah, guck mal, das Problem wird gelöst. Einmal so und einmal so. So, damit haben wir das dann auch geregelt. Mal gucken, wie weit wir jetzt mal einfach mal nur kommen. Ne? Das ist doch im Prinzip wie eine Art Bingo, muss halt leer sein und nicht voll. Ja, natürlich, klar, das ist ja halt auch ziemlich wichtig. So, jetzt muss ich hier wieder aufpassen. Aufpassen. Ne? Es kommt jetzt auch schneller runter. Ihr seht es gerade, es kommt jetzt schneller runter. Das, ne? Also man muss hier wirklich schnell darauf achten. Kannst du lassen eigentlich. So. Das war jetzt das Einfachste überhaupt, oder? Also bitte. Entschuldigen Sie mal. So, dann würde ich sagen, einmal so und einmal so. So, so und so. So und so. Naja, das ist noch nicht. Warte, geht das so? Nein, geht nicht. Ja, jetzt könnte es natürlich auch ein bisschen schwieriger werden, ne? Man weiß ja nie. So, das kommt, ja, das ist schon mal weg. Dann kann ich hier mal machen. Dann kann ich so machen. So, jetzt brauche ich aber dennoch. Oh!
Ich lasse es einfach mal so. Das ist auch nice, oder? Ist auch immer gut und immer möglich, ne? 9840 Punkte. Das ist jetzt ein bisschen weniger mit den Punkten, aber zumindest, ne, machen wir mal so jetzt mal. Können wir auch Punkte. Einmal so. Thank you very much. Englisch lernen ist Quatsch. So war das. Und, oh ne. Oh ne, 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 ne. Kaputt. War zu lahmarschig. Nein, ich bin nicht zu lahmarschig. Moment. So. Muss von dem System mal wegkommen. Ja, jetzt wird es nämlich echt wirklich schwierig für mich. Ich muss mich auch ein bisschen konzentrieren. Oh Gott. Jetzt habe ich gerade komplett Faden verloren. Weil ich jetzt nicht mehr weiß, wie ich spielen soll. Jetzt eine Reihenfolge habe ich mir jetzt genommen. Da habe ich jetzt einfach mal rausgenommen. Und ihr seht jetzt, wie schnell das jetzt leer geht. Ne? Oh Gott. Ja, dann mache ich das jetzt so. Moment. Oh. So, jetzt bin ich wieder drin. Moment. Oh. Oh Gott. Nein. Oh, ich muss auf das Plus immer achten. Nein. Jetzt wird's wieder. So. 320.000 Millionen Punkte. So, und dann mache ich noch den hier. So, dann haben wir da noch etwas. Dann kann ich das so machen. Und dann kann ich das so machen. Nein! Scheiße. Scheiße. Vicky. Ja, ihr seht's, da oben sind noch welche gekommen. Verloren. Schade. Game over. Nach nur 20 Minuten. Ja. Naja. Wir können aber nochmal versuchen. Wir können es nochmal versuchen. Komm, ich lasse es nicht auf mich sitzen. Natürlich ist jetzt der Highscore 10.069 Punkte. Das müssen wir jetzt knacken. Ne? Das ist quasi jetzt unser eigener persönlicher Rekord. Ne? Unser Score ist wieder bei 0. Das heißt, wir haben das Continue jetzt genommen. Wir haben gesagt, wir versuchen es nochmal. Hätten auch sagen können, nö, hätten wir nicht. Aber deswegen, wir machen es nochmal. Deswegen, jetzt auf geht's. So, ich würde mal so sagen. Und dann so. Ist schon ziemlich tricky. Gebe ich offen ehrlich zu. Nee. Ja, ist tricky. Tricky, tricky, tricky. Scheiße. So. Ja, das geht. Das geht auch. Dann können wir das gleich auch nochmal hier anwenden. Und wir wenden das hier an. Oh. Rehabilitierung. Ach, scheiße. Nicht ganz. Guck, jetzt kommen die hier wieder ziemlich schnell. Einmal hier. Ah, verdammt. Gut, dann können wir es einmal so machen. Aber wir müssen wirklich alle Kekse wegbekommen. So, das ist jetzt... Oh, das... Oh. Ja, zumindest rehabilitiert, aber dennoch nur 640 Punkte jetzt. Heißt natürlich, klar, neuer Rekord aufstellen. So, machen wir einmal so, einmal so und einmal so. Jetzt gucke ich mal schon direkt. Nein, ein weiter nach unten. Ah, das ist schon mal eine Schiete. So, einmal der weg. Direkt sofort weiter handeln. Wir müssen hier auch schnell sein. Also das heißt... Wenn ich mich auch nur einmal vertippe, kann es jetzt schon ziemlich... Oh, guck mal. 320 Punkte. Das sieht auch schon mal gut aus. Die beiden kommen auch noch weg. So, dann machen wir... Nein, ja, können wir nicht. Verdammt. Doch, den hier. Die beiden gehen noch weg. Den kann man so machen. Moment. So. Wow. Oh, nice. So, 2,8 durch. Jetzt kommt noch 2,9. Dann wollen wir mal hoffen, dass wir es da denn jetzt hinkriegen. So. Okay, dann so und dann so.
Nein. Das hätte ins Auge gehen können. Okay. Ja. Ja. Das können wir, glaube ich, hier noch machen. Ach, verdammt. Warte, doch. So. Oh nein. Oh nein, 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 nein. I hate you, Kekse. Kekse. Ich mag Kekse. Oh, jetzt aber. Ja. Jetzt gibt mir bitte was anderes. Da geht aber dann auch ziemlich schnell. What the heck, was ist das? Oh, ein Yoshi. Da kriegt man dann eine Art Yoshi-Joker, damit es dann weggeht. So ein Yoshi-Cookie. So, 2-10. Los geht's. zack. 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 So. Nein, 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 nein. So. Machen wir jetzt mal ganz schnell. Scheiße. Ja, genau. Beweg dich nicht. Oh, danke. Ja. hallo? Ach nee, geht ja gar nicht, genau. Ja. Ah, die beiden gehen. Machen wir es mal folgendermaßen, genau. Scheiße, das war kompletter Schwach. Jetzt kommen die aber ziemlich schnell. Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee. Ah. Nein, nein. Oh, ein Klick und alles ver. Nee, alles richtig. Alles richtig. So, das war richtig. Zack, die drei. Die beiden. Nee. Puh. Hätte schief gehen können. Ja, Stage 2 clear. Immer so verschiedene. Immer wenn man verschiedene Level abgeschlossen hat, sieht man dann halt auch ne, verschiedene. Videos quasi. So, jetzt müssen wir uns aber wieder konzentrieren. Schluss mit lustig. Jetzt geht's wieder ab hier. Guck mal, direkt zwei Stück hier. Ja, und da kann ich gleich nochmal zuschlagen. Aber zumindest bei einem. So, glaube ich beim zwei dann noch so. Genau. So, dann noch so. Ja. Na gut. Kommt noch was oder... Oh ja. Nein. Uah. Geht doch. So. Nächste. Stage 2 jetzt. Ne, so. Oh. Ne, 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 da habe ich schon entdeckt. So. Danke. Und dann noch hier. Wenn man sich meistens drauf konzentriert, dann kann es noch was werden. Jetzt hier in dem Falle. So. Dann noch hier. Nee. 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 Oh, doch. So. Ja, danke. 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 Ah, es bleibt ein Keks übrig. Verdammt. Ja, dieser. Na, dieser hier. Da, wo mein wo Plus drauf ist. Oh. Ja, gut, komm. Dann gönnt man sich das. Dann gönnt man sich das. Sehr gut. Sieht manchmal so aus, als würde Mario eher Stinkefinger zeigen. Ne? Nicht so, sondern eher so. Ihr seht es Gott sei Dank nicht, weil die Kamera ausgeschnitten ist. Aber egal. Nächste Runde. So. Ach, guck mal. Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Siehst du, man öffnet dann auch irgendwie oder man findet andere Reihen, die dann auch möglich sind. Kompletter Schwachsinn gerade, ne? Moment. Ja.
Boah. Ja, 6000 Punkte. So, dann kann ich noch hier was machen. Oh mein Gott. Nein. Ja, doch. Nein, doch. Oh. Na, nein. Nein. Oh Mann. Okay, geht noch so irgendwie was? Doch. Das geht einmal. Das geht einmal. Ich muss ja immer wieder bedenken, es gehen ja, ne, waagerecht und senkrecht jeweils. Also so zum Beispiel halt mit 3 und 4. So. Gucken wir mal. Und zack. Ah, guck mal, 2 Yoshi-Kekse. Die kriege ich leider nicht. Das sind halt nur so, ich glaube, Platzfüller oder Platzhalter oder was weiß ich auch immer. Ne, irgendwie sowas. So, nächste. Dann wollen wir jetzt mal gucken, ob wir was schaffen. Ne? Was schaffst du? So. Oh, da kommen sie schon alle wieder. Da kommen sie schon alle wieder. Ja, eigentlich hätte ich so machen können, aber egal. Ja, Scheiße. Ja. Dann nehmen wir den hier mit. Ja. Oh, ich kann hier 3 machen. Hier kann ich 3 machen. Hier kann ich 3 Stück machen. Und die 2. Also die 3, 2, wie auch immer. Ne? Ich habe auch irgendwie so das Gefühl, ich kann euch nicht genau das Prinzip erklären, aber wenn ihr seht, dann wisst ihr schon ungefähr, ah, so funktioniert das. Okay, ich hab's kapiert. Ne? Also solltet ihr es begriffen haben, dann sehr gut. Wenn nicht, dann ich verurteile euch nicht. Wie gesagt, ich selbst muss mir auch manchmal öfters mal, oh Gott, jetzt habe ich schon wieder hier Scheiße gebaut. Schnell. Boah. So, dann so und dann so, was überhaupt nicht geht, aber Dankeschön. Oh, Moment. Nein! So. Boah. So, geht in die Herzen gehen. Puh. Diese Cookies gehen, oh Gott. So. Ja. Die beiden. Ja. Gut, jetzt noch die beiden. Schnell. Guck mal, wir sind bei 8100 Punkten. Also wenn es so weitergeht, wir sind ja schon bei Stufe 3. Ihr seht ja schon, wie schwierig das wäre, wenn wir bei Stufe 10 wären. Eine Sekunde wäre schon Schluss. So. Dankeschön. Millisekunde. Ja, wer weiß. Ja, so wie ich das jetzt hier mit dem Spiel auch begriffen habe. Ja. Scheiße. Ich kann es nicht anders setzen, ne? Das geht gar nicht. Das geht überhaupt nicht, aber 3 Stück schon mal. So, und durch. Durch mit 3,6. Jetzt kommt 3,7. Mal gucken, wenn wir das zweite Mal dann halt draufgehen. Also, wenn wir das zweite Mal Game Over sind. Game Over heißt ja nicht immer nur draufgehen. Oh, bis Game Over. Ich muss dich leider schießen. Tut mir leid. So, erstmal die Reihe weg. Na, zack, 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 zack. So. Das ist hier auch fast so ein Zack, Zack, Zack. Ne? So wie es früher sich HC Strache auch gewünscht hat. Wenn Politik nicht, wer politisch nicht interessiert ist, ist auch egal. Insider kennen es. Aber wir müssen die runterlassen, es geht nicht anders. Wollen wir sie runterlassen? Ach scheiße, ist jetzt auch wieder falsch, ne? Och Mann. Kaki. Kaki, alles Kaki hier. Ja, einmal habe ich mich jetzt aus dem Konzept bringen lassen. Von mir selbst. Warum auch nicht? So. Ja. Dankeschön. So. Mal sehen, ob wir sonst auch wieder zack, zack, zack in den. Abwarten. Abwarten. So. Next one. Zack. Weg. Dann. Herzen. Ich gebe dir mein Herz. So. Einmal so. Dann einmal so. Dann einmal so. Guck mal, jetzt kriegt man auch so langsam den Dreh raus. Oder sagen wir mal die Kekse. Jetzt kriege ich auch so Hunger auf Kekse, ne?
Oh, ja gut. Die Kekse, die dann ja hier noch erscheinen, ne, die werden ja dann auch noch mit dabei sein. Ja, man sieht es jetzt schon. Ja. Ja, gut. Sag mir bitte nicht, dass es an einem fucking Keks scheitern wird. Ich kann ja schon Kekse backen. Oh, Tatsache, es wird ein... Ah, oh, danke schön. Guck, da haben jetzt welche nicht gepasst, aber die haben sich so gedacht, scheiß drauf. Ne? Oh, guck mal, wir nähern uns langsam wirklich der magischen Marke von 10.000 Punkte. Sollte man, glaube ich, noch mehr drücken. So, weg. So, wie kriegt das hier hin? Ne, kriege ich hin. Scheiße. Ja, ne, ist so hoch. Zum Beispiel würde ich es hinkriegen. Nein, so. Und noch ein Danke. So, muss ich da echt wirklich immer tierisch konzentrieren, ne? Einmal hier. Erleichtert mir eine Menge. Da geht gar... Doch. Jetzt. Dankeschön. 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 So, einmal so und dann einmal so. Es wird nicht... Oh. Oder so. So. Geht noch was? Ja, es geht noch was. Geil. Finde ich genial. Oh, guck mal, 10.900 Punkte. Wir nähern uns langsam unserem Highscore. So, letzte Stage in... Scheiße. So, nochmal hier. Oh Gott. Das wird schon... Ich sehe schon, das wird schon nichts. So. Meine Güte. Ich krieg Puls. Mann, 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 Mann. Oh ne. Scheiße. Kaka. 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 Oh. Danke. So. Hier mal schnell. Oh. Ja. Nein. So. Danke. Danke. Und so. Und ihr seht schon, wir haben schon unseren eigenen Rekord geknackt. 11.780 Punkte. So, was kommt jetzt? Ja, nicht schlecht. So, Stufe 4. Jetzt wird's ernst. Scheiße. Nee, nicht scheiße. Guck du hier. Geht doch hervor, klappt doch hervorragend. Und dann so. Meine Frise ist mal wieder für den Arsch, ey. Mal wieder zum Onkel Friseur. Zur Tante Friseur. Oh, wir haben jetzt einen Keks dazu bekommen, ne? Ihr seht hier diesen hier. Haben wir dazu bekommen. Ja, den können wir. Das hat jetzt auch schon gereicht. 12.113. Guck mal. 12.13.0. Ha! Ziemlich lustig. Weiter geht's. So, nein. 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 Ja. Nein. Ja. Ja. nein. Ja. Nein. Ja. Das ist jetzt eigentlich auch Wumpe. Oder? Komm her. Nein. So. Ja, so. Zack. So. Scheiße. Okay. Das kriegen wir hin. Oder auch nicht. Doch, das kriegen wir hin. Nein, das kriegen wir nicht hin. Doch, kriegen wir hin. Ein Wunder. Nein, nach oben. Ja, der noch. So, jetzt noch die beiden. Ja.
Scheiße. Ah, nee, doch kein Scheiße. So. Wird immer besser. Also entweder schaffen wir bis Stage 4 durch oder nicht. Ich darf nicht so lange überlegen, ne? Wenn ich zu lange überlege, haben wir Arschkartell. So ist jetzt der Fall. Aber... Oh, da habe ich nicht aufgepasst, ne? Ich bin so ein Eumel. So. Oh, ne, da habe ich nicht aufgepasst. Oh, oh, von da oben kommt schon. Scheibenhonig. Fuck! Nein! Nein, 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 nein! Oh, ne. Ich war zu langsam und ich habe mich irgendwo verdattelt. Aber wir haben einmal unseren Rekord geknackt. 12.960 Punkten. Deswegen können wir eigentlich dann getrost sagen, wir können Kekse backen. Nein, wir können Kekse sortieren. Ist ja quasi sortieren gewesen, ne? Also das ist jetzt, sagen wir mal, nichts Schlimmes und Komisches gewesen. Aber dennoch, das Spiel hat ziemlich viel Spaß gemacht. Also wer jetzt immer noch meint, diese ganzen Yoshi-Spiele und so, also selbst auch Yoshi, beziehungsweise Mario und Yoshi auf dem Game Boy von vor, ich glaube, zur selben Zeit sogar gemacht. Das wurde im Übrigen auch sogar, das möchte ich kurz sagen, von Game Freak gemacht, den Machern von Pokémon. Ja, das ist nämlich auch ziemlich interessant und macht auch ziemlich Spaß. So, wir kommen aber jetzt zu einer Kategorie hier bei Game Boy Time, wo ihr natürlich auch euch fragt, oder einzelne von euch fragen das natürlich, wo kann man dieses Spiel käuflich erwerben? Wie gesagt, ich kriege null Monetos hiervon, selbst auch die ganzen Links, die dann, ich habe im Übrigen vergessen noch zu sagen, obwohl das passt ja jetzt auch eigentlich für die, die live auf Twitch gucken oder für die, die es jetzt gerade live mitbekommen haben, Ausrufezeichen Game Boy Time in den Chat, da könnt ihr nämlich dann auch die Links zu den zu Sachen nämlich jetzt bekommen, wo ich das nämlich jetzt zeige und nämlich, wo ich es euch käuflich erwerben könnt. Einmal, einerseits natürlich klar Amazon, da findet man dann viele direkte Sachen, aber ihr seht, es ist nur noch einmal auf Lager. Ich habe natürlich dann noch eine Möglichkeit. Klar, ihr wollt dann sagen, 8,90 Euro ist ja eigentlich noch in Ordnung. Vielleicht wollt ihr aber auch ein bisschen mehr ausgeben. Bei Konsolenkosten nämlich, da besteht nämlich der Preis bei, oder da steht der Preis bei 69,99 €. Ist wie gesagt, es hängt auch wirklich davon ab, wie der Zustand ist und ihr seht, es ist auch gebraucht. Deswegen mehr kann ich dazu auch leider dann nicht machen und auch nicht sagen. Solltet ihr es irgendwo günstiger finden, schickt es mir ruhig gerne, sei es in den YouTube-Kommentaren per E-Mail oder halt auch in den Discord gerne oder per PN irgendwie auf YouTube oder Twitch. Ich weiß gar nicht, YouTube hat keine direkte PN, ne? Also dann eher Twitch, aber dann nicht hier Dercho TV, sondern eher Vadi Dercho. Aber wahrscheinlich wird es dann irgendwann Wochen später auf Dercho TV vielleicht dann mal finden, sollte es mal so sein. Ja, einmal natürlich, wie gesagt, konsolenkost.de 69,99 €. Ihr findet es im Übrigen hier unten auch nochmal. Aber ich glaube, ich habe hier dann für 49,99 €. Deswegen, da könnt ihr das dann auch nochmal etwas günstiger finden, wenn ihr Bock darauf habt. Wie gesagt, sonst hier die 8,90 € Sache. Solltet ihr, wenn ihr diesen Link etwas später anklickt oder so, da schon ausverkauft stehen, dann tut es mir halt sehr leid. Das ist, wie gesagt, die beiden Sachen, die ich natürlich auch am meisten vertraue. Konsolenkost im Übrigen auch eine sehr tolle Sache. Bei Yoshis Cookie gebraucht heißt dann wohl angebissen. Eher, ja, Gebrauchsspuren, Gebissspuren oder wie auch immer. Keine Ahnung, wie man Gebissspuren. Ist ziemlich lustig, aber was soll's. Ja, wie gesagt, Ausrufezeichen Gameboy Time oder halt einfach in den YouTube-Links solltet ihr, je nachdem wie ihr es guckt, könnt ihr dann dort dementsprechend dort dann reinschauen. So viel dann zu Yoshi's Cookie. Wie gesagt, das Spiel ist ziemlich einfach. Wenn man ungefähr weiß, wie das Ganze funktioniert, wie man eine Reihe mit den ganzen verschiedenen Keksen, wenn man das hinkriegt, ist eine ganz gute Sache. Wie gesagt, das Ganze gab es halt auch schon für das fürs NES oder für Super Nintendo, also fürs SNES. Also das ist dann halt dementsprechend nicht geradewegs schwer, um zu sagen, das kann ich nicht. Nee, ich habe es ja jetzt auch heute jetzt intensiver zum ersten Mal richtig gespielt und das Spiel habe ich früher nicht mal besessen. Ich habe Yoshi, beziehungsweise Mario und Yoshi früher besessen, aber leider habe ich es auch nicht mehr. Deswegen ist es ein bisschen schade, aber was soll's. Deswegen mache ich mal da mir keine Gedanken drum.
Soviel dann auch für die heutige Ausgabe von Gameboy Time an diesem Mittwoch, beziehungsweise für diese heutige Folge. Immer mittwochs auf Twitch, wie gesagt, alle 14 Tage im Wechsel mit der Dercho TV Late Night. Das heißt, nächste Woche gibt's dann wieder die Dercho TV Late Night. Die Woche drauf gibt's dann wieder Gameboy Time. Ich möchte aber euch kurz schon auch mal darauf hinweisen, dass eine November-Ausgabe von Gameboy Time nicht stattfinden wird. Das werdet ihr noch spät genug erfahren. Die Gründe sind ganz einfach die, was in Amerika im Moment abgeht. Das habt ihr wahrscheinlich schon mitgekriegt. Da wird gewählt und so weiter. Deswegen wird es an einem Mittwoch, an einem Mittwoch wird es nämlich dann kein Gameboy Time geben. So ist es nämlich. In der Tat, denn an dem Abend dann wird es nämlich einerseits eine Spezialsendung geben und ich werde dann wahrscheinlich immer noch ziemlich fertig sein von der Wahlnacht her. Je nachdem, wie man das dann auch interpretieren mag oder so. Ich weiß es selbst nicht. Werden wir sehen. Das war's dann auch jetzt generell für heute mit Dercho TV. Ich bedanke mich natürlich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann bei Gameboy Time, wie gesagt, in 14 Tagen wieder. Solltet ihr dann auf den nächsten Stream achten, dann weise ich auf den Freitag hin. Entweder früh morgens für die Frühaufsteher unter euch oder die, die halt früh aufstehen müssen, aber dann halt gut informiert sein möchten, um 9 Uhr gerne den Morning Stream Kickoff, selbstverständlich heißt der, könnt ihr euch angucken. Sonst weise ich gerne darauf hin, dass es dann abends immer ab 19.50 Uhr montags, mittwochs und freitags immer hier Streams gibt. Am Wochenende variiert sich das Ganze, Ausrufezeichen, Wochenplan in den Chat oder schaut einfach in den Discord rein. Apropos Discord, da möchte ich auch nochmal gerne darauf hinweisen, wenn ich schon dabei bin. Ihr habt nämlich die Chance, jetzt die Twitter-News hier mit zu verfolgen. Das heißt, alle News, die hier gepostet werden von Dercho TV, die kriegt ihr hier alle mit. Dementsprechend gibt es natürlich weiterhin den Feedback-Bereich, wo ihr selbstverständlich gerne dann auch was posten könnt. Also wenn ihr Bock darauf habt, macht es ruhig gerne. Ich bin wie gesagt offen dafür. Ha, ihr seht schon, ja, der Herr hat schon Twitch offen. Der hostet gleich irgendwo rüber, selbstverständlich. Deswegen, mache ich das gleich und wünsche euch jetzt noch einen schönen Mittwochabend, einen schönen Abend an sich. Wann und wo ihr das immer guckt. Wir sehen uns dann spätestens am Freitag wieder oder allerspätestens in 14 Tagen wieder hier bei Gameboy Time. Euch noch einen schönen Abend. Bis dann. Gehabt euch wohl. Auf Wiedersehen.